Here we go, dropping in. Whoa. Mit meinem langen Gerät komme ich hier schwer um die Kurven, hat er nicht gesagt. Alter, willst du mich? Whoa. Yo! Jo Leute, was geht? Neues Video. Ich bin gerade unterwegs, mal wieder an einem wunderschönen sonnigen Sonntagmorgen. Und jetzt treten wir erstmal einen Berg rauf. Aber wo es wirklich hingeht, was ich heute vorhab, das sage ich euch gleich. Genießen wir erstmal die Aussicht, oder? Ist das nicht traumhaft? Da hinten kann man die Grenze zu Italien schon erahnen. Sonne kommt langsam raus. Ich ziehe mir jetzt die Jacke aus, weil mir zu warm wird. Dann wird noch eine Runde getreten. Schaut mal da drüben, wo die Antenne ist. Da waren wir letztes Video auch mit dem Hardtail und sind den Cardada Bike Trail gefahren. Und da unten sind die Stufen, die wir gefahren sind. Losone, Locarno. Schaut da gerne auch nochmal rein. Ah, weiter geht's. Der geile Weg hier mit dem grauen Laub. Richtig schön smooth. Okay. Wow, und schaut euch die Aussicht an. Oh. Das war's dann mit grauem Laub. Das war's auch mit smooth. Ich habe heute übrigens die Flat-Pedal-Schuhe an, fahre natürlich auch auf der Flat-Seite der Pedale und bergauf hat mich das natürlich einiges an Effizienz gekostet, aber ich glaube, runter gibt es mir Selbstvertrauen. Schauen wir mal. Ich könnte mir vorstellen, dass es jetzt runter geht. Alter, lässig. So Leute, jetzt bin ich oben umgezogen und habe den Anfang des Trails vermeintlich gefunden. Der Raufweg war kürzer als erwartet. Ich glaube, ich habe knappe 2 Stunden gebraucht. Definitiv kürzer als von Komoot prophezeit. Das Wetter hat sich nicht wirklich verbessert. Eher verschlechtert. Es ist nämlich ein bisschen trüb geworden, keine Sonne mehr da. Kalt ist mir ein bisschen, das wird sich gleich ändern, aber wir haben halt auch noch März. Was man auf jeden Fall sagen kann, was ich jetzt herausgefunden habe, die Straßen, die man nach oben treten kann, hier im Tessin, die sind meistens asphaltiert. Im Gegensatz zu, wenn man bei uns bayerischen Voralpenland in den Bergen, wo hochtritt, das ist immer eigentlich Schotterstraße. Also das ist auf jeden Fall mal ein angenehmer Unterschied. Ich glaube, das liegt daran, dass hier die reichen Innerschweizer herkommen zum Urlaub machen und ganz oben ihre Häuser hinbauen, da auch irgendwie hinkommen müssen. Ich beschwere mich deswegen jetzt mal eher weniger und freue mich sehr auf eine geile Abfahrt. Ich bin total gespannt. Gleich geht's los. Here we go. Bisschen weniger Pressure für mehr Grip. Okay, here we go, dropping in.
hin. Corona del Pinchi Day. Let's go here. Wow! Was ein Trail, was für eine Aussicht. Wieder mal sehr technisch behaftet hier. Oh, ist das eng. Drop. Yes. Bah. Mit meinem langen Gerät komme ich hier schwer um die Kurven, hat er nicht gesagt. Alter! Rock Garden! Energy! Richtig was zu bieten hier, hätte ich nicht gedacht. Und rein in die Steine. Holy. Nee. Yes. Ciao. Sehr abwechslungsreich, sage ich euch. Sehr empfehlenswert bis jetzt. Aber ich habe kein Gefühl in den Fingern mehr, weil sie taub sind, weil es so kalt ist. Yes! Jo. Kurze Pause. Hände wieder beleben. Aber geil. Weiter geht's. Mein hinteren Fuß rüttelt ein bisschen vom Pedal. Jetzt muss ich schauen, dass ich mehr in die Ferse komme. Dann geht es auch. Ich glaube, geradeaus ist nicht schlecht. Bam. Oh, das schaut gut aus. Geil!
So ein Lauf ist schon immer special. Alter, willst du mich? Kurz orientieren. Time to do some sketchy shit. Do da, do da. Hope I get away with it. Do da, da, da. Aha, da ist der halbe Hang runtergekommen. Entspannt. Durch das Laub sieht man natürlich auch nicht, was drunter ist. Wow, wie tief. Sehr cool. Das ist die Frage, wo es da weitergeht. Aber wir sind auf Abenteuer. Da gibt es überall einen Weg. Jo! Wow. Au. Armes Fahrrad. Ich glaube, ich schaue doch mal kurz aufs Handy. Wow. Irgendwie. Fuck. Poor bike. Ich hätte es auch einfach haben können. Ja, Herausforderung. Digga, aber was ist das da oben? So war das für nett geplant. Zurück ist jetzt aber auch blöd. Scheiß drauf. Wie ihr euch denken könnt, ist mir inzwischen wieder warm. Auf dem Schild da vorne stand bestimmt diesen Weg gesperrt, Lebensgefahr. Mit dem Laub hier ist fucking rutschig. So, Geländer haben sie hier, safety first. Jetzt muss aber langsam mal wieder irgendein Weg kommen. Corona, mit dem ist nicht zu spaßen, aber das wusste ich ja eigentlich schon vorher. Genau. Ich werde mich jetzt einfach mal danach richten, was so ein bisschen nach Weg ausschaut.
drüben ist mir. Oh, die Äste unterm Laub checkst du gar nicht. Da kannst du nichts machen. Ha? Non parlo italiano. Vielleicht wäre es besser an die andere Seite. Könnte sein, ja. Aber ich kenne mich nicht aus. Ah, warst du in Corona di Pinci? Si. Ja. Dann ist so gezeichnet in rosa oder aha. So. Ja, genau. Ja. Aber ich glaube, es geht in die andere Seite. Okay. Aber da musst du ein bisschen hinauf. Also bis da oben, wo man Licht sieht, oder? Ja, es gibt eine Posten mit gelben... mit Schildern? Es geht Richtung Alpezzotta. Okay. Aber vielleicht geht es auch, ich weiß nicht. Ja, ich glaube, das wollte ich ursprünglich sogar fahren. Danke dir. Ja, ich, wenn du mich auch willst. Ja. Ich habe immer gesehen, so mit Fahrrädern an die andere Seite. Ja, dann mache ich das. So, es gibt eine Kreuzung da oben und dann bist du links. Danke dir. Schönen Tag dir noch. Ciao. Aha, wieder was dazugelernt. Also, was heißt dazugelernt? Ich darf jetzt noch mal ein bisschen bergauf tragen, weil ich mich verfahren habe. Ha, lieben wir. Aber da ist dann der Mountainbike Trail. Das erinnert mich an Kung Fu Panda 2, wo sie zu Shen den Palast raufgehen und Po Déjà-vu hat von daheim. Ah, my old enemy. Stairs. I threw up a little bit on the third floor. Someone might want to clean that up. Ich glaube, wir haben es gleich.